Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal und ich möchte euch heute gerne das Steelbook aus dem Hause MSN Records zu dem Film Interceptor präsentieren. Und das Ganze hat mich ca. 22 Euro zerdrückte gekostet. Das habe ich bei OFDB vorbestellt. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und Amazon gibt es auch noch einen Link. Da habe ich auch noch was gefunden. Da ist es noch etwas günstiger. Und das Ganze ist hier übrigens eine Limited Steelbook Edition. Die Disc da drin ist identisch mit der aus dem Mediabook. Wie hoch die Limitierung allerdings ist bei dieser Limited Edition in Anführungszeichen, konnte ich leider nicht ausfindig machen. Die könnte demnach extrem hoch sein oder auch niedrig, ich weiß es nicht. Ja, es gibt natürlich einiges, was ich zu bemängeln habe an dem Steelbook. Leider muss ich sagen, ich möchte den Release hier nicht schlecht reden. Das ist mein persönlicher Eindruck. Also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn euch das jetzt überhaupt nicht stört, was ich zu bemängeln habe, dann ist es ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Ich möchte es nur ansprechen, was ich hier ja vermittelt bekomme, welchen Eindruck von diesem Steelbook, und ja, das werdet ihr jetzt gleich noch im Anschluss sehen. Und ich werde sagen, das reicht jetzt als kurze Einleitung und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Unboxing-Teil. Bis gleich. So meine Lieben, da liegt es nun vor uns, das Steelbook zum Film Interceptor aus dem Hause MSN Records, und ihr seht schon hier, die Banderole ist ganz locker. Ich habe hier keine Klebepurbel oder Klebestreifen entfernt, das ist so von Haus aus, das kann man rückstandslos einfach so abziehen. Die schauen wir uns gleich noch an, die Banderole. Ah, der erste Eindruck, ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, so sieht es dann bei euch aus. Ich stehe hier unter zwei Flutscheinwerfern. Wenn ich das hier etwas ins Licht neige, seht ihr schon, es fängt ein wenig an zu funkeln. Das Steelbook ist aber in Mattoptik gehalten. Das täuscht hier ein wenig durch meine Scheinwerfer. Ich hole das Motiv mal etwas näher ran. Das ist natürlich sehr passend hier mit diesem leichten Glanz, der hier entsteht, wenn meine Scheinwerfer da drüber wandern, weil hier die ganzen Ornamente hier da drauf auf dem Anzug, wenn man es sich so anschaut, sieht schon cool aus, das fetzt schon. Aber es ist wirklich echt dann so zu sehen bei euch, wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Auch hier unten das Auto kann man fast nicht erkennen. Also da muss ich hier schon extremes Licht aufwenden, um überhaupt hier unten den Rest vom Auto erkennen zu können. Der Druck an und für sich ist auch nicht extrem detailliert. Es geht, aber ihr seht es schon, überall dieser Regeneffekt hier. Das heißt mit anderen Worten, der Lack ist hier sehr dünn aufgetragen. Da, wo halt am wenigsten ist, zu sehen ist, also am wenigsten Motiv zu sehen ist, kommt das blanke Blech durch. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht bei dem Film hier einen wirklich sattkräftigen Druck und ja, ordentlich viel Farbe, aber naja, gut. Von der Seite sieht das dann so aus. MSN Records auch sehr, sehr dunkel. Sieht man noch Interceptor und dann das Blu-ray-Disc-Logo. Ich weiß nicht, ob das hier so aus der Entfernung sieht. Auch sehr, sehr dunkel. Und das, ich zeige es mal ungefähr so, wie ihr es sehen müsstet in Natura, wäre ungefähr das hier. Wenn ich natürlich jetzt das Licht hier drüber wandern lasse, klar, da wird es etwas heller, aber hier kann man fast nichts erkennen. Hier sieht man sehr gut an den silbernen Stellen, kommt auch das Blech wunderbar durch. Also, wunderbar im Sinne von, naja, ihr wisst schon. Also, es ist wirklich sehr, sehr, sehr düster und auch hauchdünn aufgetragen. Ich finde es nicht sehr berauschend. Wenn man das Ganze mal im Vergleich dann sieht, sieht es dann so aus. Ich werde es versuchen, etwa so in etwa einzufangen, damit ihr einen Eindruck davon bekommen könnt. Aber naja, ich bin jetzt nicht sehr zufrieden für den Preis. Hätte ich mir was anderes erhofft. So, die Blu-ray sieht so aus. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Die liegt dann eh im Player drin. Die legen wir zur Seite. Ja, und das ist der Innendruck. Heidewitzka. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also guckt es euch einfach an. Ist sehr verschwommen. Die Plastik von dem Tray hier, die zermatscht das total. Und das Motiv ist auch wirklich nur hauchdünn aufgetragen. Man kann es hier erkennen, überall dieses Geschimmere. Das ist das blanke Blech, was durchkommt. Also ich bin von dem Innendruck am meisten enttäuscht, weil da hätte man definitiv anderes Bildmaterial nehmen können als das hier. Das ist wirklich sehr langweilig, wie ich finde, also mein Eindruck, und halt von der Qualität her nicht besonders drall, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir noch abschließend zu dem Flyer. Hier hatte ich ja schon gesagt, ist rückstandslos entfernbar. Und ja, von der Rückansicht schaut das Ganze so aus. Hier oben der Beschreibungstext zum Film.
könnt ihr einfach mal das Bild anhalten, euch das Ganze mal durchlesen. Hier noch eine Szene, die hier eingearbeitet wurde in den Hintergrund, finde ich sehr schön. Gibt es so nicht im Film zu sehen, aber ja, nette Montage, sag ich mal. Hier ist der Übergang in ein fließendes Bild gewählt worden mit mehreren Szenen. Sieht man ja, dass das so in dem Film nicht in der Zusammenstellung, Konstellation existiert hat, aber ich finde es ganz nett gemacht. Und dann sind hier unten noch die technischen Angaben und auch in der Mitte dann unten zu sehen der EAN-Code. Ja, und der Aufdruck hier Limited Steelbook Edition, das ist mehr, naja gut, es ist halt limitiert auf keine Ahnung wie viel Stück. Und das war's zu Interceptor im Steelbook. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder auf der Endcard, also bleibt dran, bis gleich. So ihr Lieben, da wären wir dann schon wieder am Ende angelangt dieses Unboxing-Videos und ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich komme nicht drum rum. Ich muss noch mal kurz was zum Kaufpreis sagen. Wie gesagt, ich habe 22,98 bezahlt. Ich habe noch mal eben nachgeschaut. Bei Amazon wird es da so ungefähr um 20 Euro zerdrückte verkauft. Diesen Preis sehe ich bei der Qualität des Steelbooks nicht. Ich würde es eher im Preissegment zwischen, naja, sagen wir mal zwischen 10 und 15 Euro ansiedeln. Das wäre noch gerechtfertigt. Alles andere finde ich fragwürdig, weil die Qualität der Bedruckung ist meiner Meinung nach, ich habe mir das lang genug jetzt angeschaut, das Steelbook, nicht das Beste. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Steelbook findet, ob ihr euch das auch kaufen wollt, weil es günstiger ist als das Mediabook. Das muss man ja dennoch erwähnen. Es kostet keine 30 Euro, ganz klar hier. Und vielleicht wartet ihr ja auf die Amare noch. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Die Kauflinks, alles was ich so angesprochen habe, findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox unter dem Video. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video hier eingeschaltet habt. Euer MovieFan1982 ist raus aus dem Video. Macht's gut. Ciao.